rumproduzieren für Cap Trelawney und schon läuft die Geschichte. Jetzt muss ich aber mal gucken, Chuchu. Ihr produziert doch Zigarren, oder? Nee, ihr produziert gar keine Zigarren. Warum produziert ihr keine Zigarren? Natürlich produziert ihr Zigarren. Schön, dass Sie sich Zeit für die Feinde. Es fehlt an Tabak. Okay, hier müssen wir ran nachgehen. Hier müssen wir nachgehen, das ist zu wenig. Alles klar, Leute. Also, das sind dann aber wieder Sachen, die ich dann wieder offscreen mache, ne? Angst vor dem Licht, dieser Mann ist schwer krank. Mehrere Matrosen klopfen an die Tür zur Kabine des Schiffarztes. Sie tragen einen fiebrigen Freund herein, der sich in einem wachen Augenblick etwas von brennenden Helligkeit murmelt und die Augen schließt, um sie vor dem Dämmerlicht unter Deck zu schützen. Die Untersuchung des Arztes konnte mehr Symptome enthüllen, aber sollte der wirre Patient nicht stattdessen abgesondert werden? Ja. Hoffentlich sucht es uns nicht heim. Ihrem Arzt fehlen die Worte. Angst vor dem Licht klingt nach einem Laien, das in das Reich des Hirn gehört, und der Mann der Wissenschaft ist geblendet von seiner Furcht. Was ist das für ein Wahnsinn? Ich kann hier nichts mehr machen wie Heilkunst. Die Symptome führen zum Tod. Der gefesselte Patient windet sich greifend und kreischend und fleht. Das Licht möge verschwinden, bis ihn ein Anfall von erstaunlicher Stärke erfasst und seinen Kadaver in einer unmöglichen Stellung erstarren lässt. Zu spät erkennt der Arzt, dass er es mit einem Fall von Tollwut zu tun gehabt haben könnte. Rings um ihn wird die Mannschaft unruhig. Was, wenn diese verspätete Einsicht des Wissenschaftlers dennoch verkehrt ist? Am Körper des Toten nach Hinweisen suchen. Oh Gott. Wir folgen Ihnen. Es war ja natürlich, wenn du so Geschichten machst, ist klar, dass dann die Expeditionen nicht funktionieren. Okay, also hier müssen wir auf jeden Fall, was Thema Zigarren angeht, müssen wir nacharbeiten. Was haben wir denn hier in Bella Concordia? Werden hier Zigarren? Jetzt haben wir das natürlich hier alles so eng gebaut. Wie ist denn die Tabakversorgung bei uns auf der Insel hier? Landwirtschaftliche Produkte. Tabak, ja. Wir brauchen mehr Tabakfelder. Und da fängt es jetzt schon wieder an. Wo? Wie? Hier drüben. Anders wird es ja nicht gehen. Bedeutet also, hier müssen nochmal Tabakgeschichten hingebaut werden. Zwei Minuten. Passt mal auf. Können wir hier dann aber auch so das machen, dass wir dann gleich Sprit da haben? Das würde ich gerne vorher noch. Das ist die Frage. Kriegen wir hier rüber Sprit geliefert? Nicht ohne die Geschichten umzubauen. Nicht ohne die Geschichten umzubauen, Leute. So, Leute, ich habe das Ganze mal ein bisschen angepasst, hat jetzt einen Moment gedauert, deswegen habe ich da einen kurzen Cut gemacht. Und zwar habe ich hier eine Tabakplantage mal weggepackt und habe hier mal noch eine Brücke gebaut, einen Durchbruch gemacht, sodass wir das hier hinten erschließen können. Habe dann hier noch einen Tankhof hingestellt, drei Tabakfelder jeweils mit einem Traktor, und habe hier eine neue Produktionslinie begonnen für Zigarren, also das läuft. Dazu habe ich ebenfalls mal noch Schokoladenfabriken rangeholt, denn da waren wir auch ein bisschen eng auf Chuchucho. Chuchucho. Immer noch ziemlich schwierig, das auszusprechen. Naja. Und jetzt läuft die Geschichte wieder. Also Kaffee wird produziert, da habe ich auch nochmal zwei, also ich glaube, da war der noch dabei, da habe ich die Aufnahme noch laufen. Ansonsten wird jetzt hier ordentlich rumproduziert. Es wird, der Kaffee läuft. Die Hüte, die Melonen nehmen jetzt hier auch zu. Das ist alles perfekt. Und ihr seht, auch die Zigarrenproduktion steigt jetzt wieder, genauso wie die Produktion von Schokolade. Also das haben wir hier alles angepasst. Sollte sich jetzt eigentlich wieder normalisieren. Die Expedition, die wir gestartet haben, ist leider in die Hose gegangen. Ich hatte zwei, drei ungünstige Entscheidungen getroffen. Deswegen war das nichts.
Aber wir haben hier noch archäologische Expeditionen, die müssen wir jetzt nach und nach abarbeiten, das ist ja gar kein Thema. Das machen wir jetzt auch jetzt, wo wir wissen, dass es mit der Moral eben nicht anders geht. Hier gucken wir gerade nochmal, was die Paprika-Produktion so macht. Ah, die wird auch stabil. Fleisch brauchen wir hier schon fast gar nicht mehr. Die Menschen lassen sie hochleben. Hier ist ebenfalls sehr viel Betrieb. Bier läuft, Dosen, Konservenware, also es funktioniert alles. Wir gucken jetzt gerade nochmal in Kalifornien, ob es an irgendwas mangelt, an irgendwas fehlt. Dieser Ort zieht mich magnetisch an. Wir können sogar aufsteigen. Sehr geil. Jetzt gucken wir hier nochmal die Produktion kurz durch. Wie sieht es hier aus mit Brillenproduktion? Die nimmt auch mehr zu, weil wir jetzt hier noch was hingebaut haben. Da nimmt es natürlich ab, aber was die fehlt Formel hier? Ist unvollständig. Es fehlt an Gold, klar. Wir kommen da nicht hinterher. Ansonsten. Dann machen wir weiter. Willkommen in der Manufaktur. Da fehlt es wieder ein kleines bisschen an den Materialien. Wie sieht es denn hier unten mit Stahlbarren aus? Rohmaterial haben wir hier genug. Zwischenprodukte Stahlbarren, ja, die liefern wir ja auch nach oben. Und hier fehlt es an. Wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Fehlt es hier schon wieder an das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ja, doch, nimmt ab, ne, weil wir hier halt auch nach Cap Trelawney liefern. Und wie sieht's hier aus? Ja, die Brillen, das muss ich anleiern, das ist kein Problem. Hochräder kommen mittlerweile auch. Passt. Also da werde ich dann nach und nach noch mal ein kleines bisschen... Positives Verhalten ist essentiell, dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Offensichtlich haben sie ihren Algorithmus gefunden. Vitaminergänzung erhöht die Produktivität um 20. Ja, das ist doch schön. Das ist doch perfekt. Auf diesem sanften Zweig fühle ich mich wohl. Okay, also wie ist die Aufgabe hier? Da müssen wir nur noch das Haus bauen und dann beinahe vollständig. Genau da waren wir ja noch. Das könnten wir jetzt noch machen. Und zwar die Geschichte hier lesen. Wir müssen nochmal unser Buch schnappen. Items. Ne, das war nicht unter Items. Wo war denn das? Das war im Schiff, ne? Oder hatten wir das abgelegt? Nee. Ich sehe direkt ins Auge des heraufziehenden Sturmes. Ja, ich auch. So, da müssen wir nochmal schauen. Fischen hier im Trüben. Woher weiß denn der Aasgeier Nate, wo er tauchen muss? Ja, das ist eine gute Frage. Segeln Sie hier hin, Leuchtturm des alten Nate. Wenn wir auf diesem Friedhof noch etwas finden sollten, können wir auch gleich die Geier beteiligen. Das machen wir natürlich jetzt noch. Hier den Zoo, wie gesagt, da machen wir... Wir hatten momentan keine zoologische Expedition leider, weil ich da ein, zwei ein bisschen verdummbeutelt habe. Aber die kommen sicherlich wieder dazu, deswegen müssen wir jetzt hier nach und nach mal abarbeiten. Dann kommen ja auch immer wieder neue dazu. So. Wichtig wird es, dass wir dann die Passage kriegen, dass wir hier auch Luftschiffe bauen können. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, wir fahren jetzt mal hier rüber. Ihr seht, unser Geld vermehrt sich. Wir sind echt gut. Investoren, Ingenieure, die bringen halt richtig viel Geld. Also... Ich kann dir schon was zusammenbauen. Aber da Oliveira vor kurzem genau dasselbe haben wollte, fehlen mir nun die Baumaterialien. 5 Tonnen Stahl und 5 Tonnen Quarzsand braucht er von uns. Das sollten wir doch haben, oder? 5 Tonnen Stahl, 5 Tonnen Quarzsand. Quarz haben wir aber hier, glaube ich, nicht. Aber Stahl haben wir genug. Ja, warte mal, da brauchen wir jetzt auch nicht... Quarzsand. Nee, das haben wir hier leider nicht. Weil wir könnten doch hier jetzt mal... Das wird halt aber nicht reichen. Neue Befehle? Ja. Fahr du mal bitte in die alte Welt nach Kalifornien und hol mal Quarzsand. Dun, 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 dun. So, dann könnten wir hier in Crown Falls natürlich auch noch ein bisschen wachsen. Klarer Fall. Wie sind denn so die Auslastung? Wir haben halt alles. Wir haben genug Brot. Schnaps, wie sieht's da aus? Schnaps ist auch genug da. Sehr geil. Rum läuft auch.
Wir haben zu wenig Arbeiter, sehe ich gerade. Machen wir doch hier mal so eine ganze Reihe mehr Arbeiter. Oder was heißt zu wenig, sondern dass wir hier oben so ein kleines bisschen ausgeglichen haben, ne? Außerdem zahlen die ja auch mehr Steuern. So, sehr schön. Also, dann machen wir hier die Aufgaben noch fertig. Wir liefern den Quarzsand. Die Menschen lassen sie hochleben. Wir haben hier aber jetzt auch nichts Itemmäßiges, ne? Das ist alles für den botanischen Garten. All die sagenhaften Länder existieren. Oh, und wir haben wieder eine zoologische Expedition. Es ist kein Regen, solange dein Kopf nicht davon blutet. Die sollten wir vielleicht nochmal angehen, Leute. Ihr wisst ja, das ist ja auch immer dasselbe. Wenn ich die Expedition dann einfach mal ein bisschen offscreen mache, dass wir da vorwärts kommen. Ich zeige euch ja dann, was wir da alles hatten, ne? Gar kein Ding. So, wir starten mal die zoologische Expedition. Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen. Mach das mal. Schiff zuweisen. So, die Argo. Aber das ist ein Frachtschiff. Schiffsbrüchige. Ein Monitor. Mit einer... Haben wir denn hier keinen? Guckt euch das an, die Oktopus. Die Oktopus. So, dann brauchen wir nur noch ein bisschen Geschick. Zusätzliche Rationen, die reichen dann aber auch. Ne, kannst du das hier alles bitte... Kann er nicht. Blöd. Jagdglück. Was gibt denn Jagdglück? Heilkunst? Jagdglück plus 10. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Moment, die Oktopus. Wo ist denn die Oktopus? Mehr als bereit. Die ist nicht hier, ne? Oh, wir haben ja hier noch Kaffee, richtig. So, wie viel Kaffee haben wir denn jetzt hier? Jetzt lasse ich mich schon wieder ablenken. Ich weiß, Leute. Sorry. Ah, 338, das ist okay. Die Argo 2. Na komm, Benett, lasst uns einfach ein Schiff nehmen, was jetzt hier so ist. Kann ich die jetzt... Ach doch, Expedition löschen. Verwerfen. Ach nee, jetzt habe ich das... Ach nee, Leute. Das war jetzt doof von mir. Jetzt habe ich die Expedition gelöscht. Oh, ich habe mich gerade so gefreut, dass wir wieder eine zoologische Expedition haben. Da müssen wir warten, bis die nächste kommt. Das war jetzt meine Dummheit. Ah, die Oktopus ist gar nicht hier. Ja. Das war jetzt meine Dummheit. Sorry dafür, Leute. Okay, hier können wir mal... Leute, wir machen das jetzt mal. Wir lassen jetzt hier die Leute auch mal... zu neuen Investoren werden. Oh, Grammophon. Können wir jetzt hier schon... Natürlich, Grammophon. Was brauchen wir denn dafür? Messing? Kunstschreinerei? Eine Grammophonfabrik. Krass. Und hier kommt dann ab 5000... Also wir haben hier in Kalifornien auf jeden Fall auch noch einige Umbauten vor uns. Weil die ja alle versorgt werden müssen mit gewissen Sachen. Da muss ich mich mal hinsetzen. Die helfen uns. Was willst du denn? 10 Tonnen Schokolade. Haben wir doch. Was gibt's, Boss? Siehst du? Nicht übel, Boss. Wirklich. Quarzsand. Das ist ja das, was wir brauchen. Aber wir können doch mal... Genau. Wir können doch die jetzt mal noch gleich hier beladen. Dann lassen wir das andere Schiff bei uns. Wir können den Quarzsand da runterbringen. Fällt mir eben gerade ein. Warum warten wir denn hier? So, zack. Und du fährst bitte nach Crown Falls. Und da gehen wir rüber, da warten wir aufs Schiff. Dann beenden wir die Aufgabe noch. Ah, das hat mich jetzt geärgert. Passt mal auf, ich will jetzt aber... So eine botanische Expedition will ich jetzt mal machen. Kapitän achtet die See, er fürchtet sie. So, wir nehmen die Oktopus. Wir gehen jetzt einfach so los. Wir können die Sachen gerade nicht ablegen, aber hier mit der Oktopus haben wir die beste Moral. Deswegen starten wir das jetzt. Neue Gebäude wurde freigeschaltet, ja, bei den Investoren hier, ne? Erfordert Elektrizität, das werden wir dann auch. Krass, Leute, krass, was da alles geht.
Dann bin ich mal gespannt, ob da irgendwie vielleicht noch neue Nachinvestoren durch die DLCs noch was Neues dazugekommen ist. Das weiß ich ja natürlich auch nicht. Frachtschiff steht bereit. So, also wir warten hier auf 5 Tonnen Stahl, 5 Tonnen Quarzsand. Perfekt. Dann gucken wir nochmal beim alten Nate vorbei. Ja, ansonsten ist sehr, sehr viel zu tun. Ihr seht's, ne? Es ist wirklich, es macht tierisch Spaß, Leute. Ich bin momentan so wirklich richtig krass in Arno gefangen. Momentan investiere ich da jede freie Minute, die ich habe, irgendwo rein, um dann hier die Geschichte am Laufen zu halten, was richtig gut ist. Guck mal. Ja, die haben auch schon Elektrizität, ne? Ja, brauchen sie zwar noch nicht, haben sie aber schon. So, was haben wir denn? Wo? Da, oh, da hinten. Und nach hinten ist es schon wieder da, wo niemand hinkommt. Darf's wahr sein? Müssen wir jetzt hier tatsächlich auch nochmal ein Hospital hinstellen? Darf doch nicht wahr sein, sowas. So, also. Schon viel erreicht, schon viel geschafft, aber immer noch ordentlich zu tun. Aber wenn es mal läuft, ne, wenn du dann hier oben die Bilanz, die kriegen wir jetzt mittlerweile halt auch gar nicht mehr ins Negative. Das ist sehr geil. Wir sammeln also immer mehr Geld und brauchen dann damit hier oben gar nicht drauf achten. Was sehr angenehm ist, muss ich sagen. Von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist durchaus sehr, sehr angenehm. Kommen Sie mir nicht mit Zweifeln. Es gibt so viele da. Hieran kannst du dich mal so richtig austoben. Eine Taucherglocke-Aufgabe. Bis ans Ende der Welt. So, unser Schiff ist unterwegs. Und anhalten. So, da haben wir den Quarzsand. Den laden wir jetzt aus. Perfekt. Dann du kannst schon los. Ich habe hier noch was zu erledigen. Ja, ja, ich weiß. Nee, nicht 50. Da reichen. So. Und das müssen wir eben wohin liefern? Hier hin, ne? Wendemanöver. Ja, machen wir das mal. Und dann nehmen wir gleich noch unser Tauchschiff. Die Menschen lassen sie hochleben. Sind unterwegs. Und gehen hier unten mal tauchen. Sehr schön. Können wir die ganze Sache auch ein bisschen beschleunigen. Ja, es fehlt an Brillen. Aber das mit dem Brillenthema und dem Kaffeethema kriegen wir auch noch hin. Ich guck mal, wahrscheinlich bis zum nächsten Aufnahme dann bei mir. Werden wir das sicherlich. So, da haben wir Schrott gefunden. Dann gleich mal hier hin. Werden wir dann sicherlich soweit sein, dass ich die Lieferketten alle angepasst habe. Dass wir da überall auf dem. Im ordentlichen Bereich sind. Verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. So, jetzt ist wieder eine neue Expedition verfügbar, allerdings keine. Da ist sie, die Belohnung. Können wir hier schon wieder zurückfahren? Hat sich das auch gelohnt? So, sind wir jetzt eigentlich hier bei Nate? Ja, sind wir. Kisten unter Deck! Wählen Sie eine Finne aus, die Sie umwandeln möchten. Da kann man dem Sachen umwandeln. Ja, aber wir mussten dem das doch liefern. Liefern Sie einen Leuchtturm des alten 5 Tonnen Stahl, 5 Tonnen Quarzsand. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Kran anhalten! Da haben wir keinen Schatz. Na, hast du was zustande gebracht? Ja, du bist haben wir. Schneller als der elektrische Telegraph. So. Liefern Sie einen Leuchtturm des alten Nate? Beeil dich besser, sonst setzt das hier noch Schimmel an. Ja, haben wir doch jetzt. Oder habe ich das jetzt nur gehandelt? Ich hält. Neue Befehle? Die Pass Menschen mal. Lassen sie hochleben. Dann nimm du mal 5 Tonnen Stahl und 5 Tonnen Quarzsand. Warte mal, das könnten wir ja eigentlich alles. Kran anhalten!
muss ja irgendwie gehen. Ramsch-Technologie. Beladen Sie ein Schiff mit den angeforderten Waren. Segeln Sie zum Hafen des Aufgabenstellers. Ziele liefern Sie Leuchtturm 5 Tonnen Stahl und 5 Tonnen Quarzsand. Belohnung ist ein Echolot. Ach, müssen wir uns das... Moment. Müssen wir uns das hier rausholen? Kann das sein, dass wir dann tatsächlich tauschen müssen? So, gucken wir mal. Beschleunigen mal, dass das Schiff gleich... Da kommt's gefahren. Hier versteht ihr, dass wir umwandeln müssen. Ein Echolot. Ach, der will Stahlbarren, der will... Ah, alles klar, okay. Ah, hab's verstanden. Hab es verstanden. Dann beladen wir mal dich. Und dann nimmst du hier... 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich die ganze Geschichte verstanden. Dann fährst du einmal hier hin. Dann machen wir das als Abschluss noch. Und dann geht's in der nächsten Aufnahmesession für mich und in der nächsten Folge morgen dann für euch weiter. Gibt ja für euch keinen Cut zwischendrin. Und dann haben wir auf jeden Fall viel zu tun. So, da sind wir. Hast du was anderes als abgenagte Knochen gefunden? Ein Echolot hätte ich gerne. Genau, umwandeln. Sehr schön. Jetzt haben wir das Echolot. Dran anhalten. Schätzen und Minen enthüllen. Verwendbar. Im. Zum Horizont. Mal hoffen wir mal, dass das jetzt. Dass das jetzt so hinhaut, weil die Aufgabe. Wolltest du nicht etwas für mich erledigen? Oder war das eben die... Ach, Leute. Kommen nur nicht so wirklich ganz mit... Was ist denn da hinten? Frachtschiff steht bereit. Ach, das ist die, die bringt ja... Alles klar, verstehe. Die bringt ja den Rum und die Geschichten. Dran anhalten! Die Flammen sind außer Kontrolle. Kann ich die nicht... Wo brennt's denn? Ist kein Problem, wenn du hier unsere Feuerwehr damit mobilisiert und dann läuft es von alleine. Crown Falls ist auf jeden Fall so ein... Erhöht Chance, Tiere zu finden. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. So, pass auf. Machen wir hier jetzt nochmal 10. Das fahren wir dann nochmal hin, weil ich nicht weiß, ob die Aufgabe jetzt als abgeschlossen gilt. Aber wir haben ja hier Items. Irgendwie habe ich das noch nicht so ganz verstanden, Leute. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nicht einen Fehler gemacht. Aber das gucken wir uns jetzt noch einmal an. Wenn nicht, werde ich es dann rausfinden. Also wir haben ganz, ganz viel zu tun, auch in den nächsten kommenden Folgen noch. Wir müssen die Lieferketten, die werde ich anpassen. Am Stück. Zeit, sich mal die Beine zu vertreten. Mach ich natürlich Spiel, wenn das Spiel mir das schon sagt. Ja, es tut sich hier nichts. Na, hast du was zustande gebracht? Meine wohl größte Erfindung. Das Signal tastet die Umgebung ab wie unsichtbare Hände. Und da, dieser Klang bedeutet Gold. Alles klar, jetzt haben wir die Aufgabe. Es muss hier irgendwo sein. Such den Grund ab. Haben wir die Sachen hier gemacht und wir müssen jetzt quasi den Grund absuchen. Nochmal drüber schauen. Ach, Leute, so viel Arbeit. So, da einmal und dann machen wir hier mal kaufen, kaufen, kaufen. Dann läuft die Geschichte. Und jetzt müssen wir hier dann quasi absuchen, oder was? Ah,
guck mal. Ah, je näher man dann kommt, desto kleiner wird der Kreis, oder? Wendemanöver. Es mangelt an Arbeitskraft. Hier. Zum Horizont. Hier ist was mit dem Echolot. Ach, krass, Leute. Ach, krass, guckt euch das an. Das ist ja richtig krass. Aber das müssen wir noch zusammen rausfinden, wie wir dann hier... Mein Schiff wurde zerstört. Oh, die Schweine. Ich habe mich ganz schön ins Zeug legen müssen, um sie wieder herzurichten. Der Nate bietet unser neues Bergungsschiff an. Der Knochenleim auf den Planken. Halt! Oh, Leute, habt ihr das gesehen? Das wurde kaputt gemacht. Um Gottes Willen, und das zum Ende der Aufnahme. Also, liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Für euch gibt es ja da keine Unterbrechung. Für mich ist die Aufnahmesession hier beendet. Und es geht in der nächsten weiter. Und wir werden noch ganz viel tun, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich halt nicht. So, wir fahren das Schiff jetzt in sichere Gefilde. Bevor da noch irgendwas passiert. Und wir sehen uns dann morgen. Vielen lieben Dank für die, fürs Dabeisein natürlich. Wenn ihr wieder Tipps und Tricks habt, gerne unten in die Kommentare. Da macht das immer Sinn, ne? Dann lese ich die auch. Es ist ja auch sinnvoll für andere Leute, die Arno spielen, dann wird denen auch geholfen. Also das freut mich sehr, wenn da immer Tipps und Tricks kommen. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut mal auf meiner Homepage vorbei, schaut auch mal auf unserem Discord vorbei. Da gibt es natürlich auch Tipps und Tricks, da kann man sich auch über Arno unterhalten, wer das möchte. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge Arno 1800. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.